Wir waren eine ganze, so eine Handvoll junger wissenschaftlicher Mitarbeiter und wir haben gedacht, wir krempeln die jetzt alle um in diesem alten Institut. Ja. Bisher war alles schlimm, aber jetzt sind wir da und wir werden hier einen neuen frischen Wind reinbringen. Das endete natürlich damit, dass wir fast alle rausflogen, nacheinander. Ich bekam als erste von den Jungen dann ein Parteiverfahren. Ich weiß wirklich nicht mehr, welche abweichende Meinung ich da geäußert hatte. Es gab ein Parteiverfahren. In welchem Jahr war das? Das war 78. 78, 76 bin ich an die Akademie der Wissenschaften gekommen. 78 habe ich das Parteiverfahren gekriegt. Und dann wurde ich zu meinem Chef gerufen, alleine, und dann sagte: Pass auf, Vera, du glaubst, du hast hier Freunde. Sag ich: Ja, das glaube ich. Und dann hat er gesagt: Pass auf, tu dir das nicht an. Ich sag dir jetzt ganz genau, wie das ablaufen wird. Der wird aufstehen und wird das sagen, der wird aufstehen und wird das sagen, der wird aufstehen und wird das sagen. Willst du dir das wirklich antun? Du kannst jetzt hier bei mir unterschreiben, dass du bereust. Dann sage ich, das ganze Verfahren ist nicht nötig. Und dann erwarte ich von dir jetzt aber, dass du das als letzte Warnung begreifst und also aufhörst mit deiner ständigen Quertreiberei. Ich habe den angeguckt, habe gesagt, das kann nicht sein. Das sind meine Freunde. Das passiert nicht. Und habe gesagt, nö. Sie haben das Verfahren angefangen, jetzt machen wir das Verfahren. Es lief genau so, wie er es mir vorausgesagt hat. Ganz genau so. Jeder Einzelne stand auf und hat genau das gesagt, was er mir vorausgesagt hat. Das Parteiverfahren endete dann nicht mit meinem Rausschmiss, das endete mit einer strengen Rüge. Und ich wurde völlig kaltgestellt, also ich durfte dann auch nicht mehr repräsentieren oder irgendwas anderes machen. Ich durfte dann überhaupt nicht mehr arbeiten und das war dann eine schwierige Situation. Dann passierte noch Folgendes, zwar ein Vierteljahr oder so nach meinem Parteiverfahren, kriegte mein Vater für seine Verdienste den Vaterländischen Verdienstorden. Und ich wollte dabei sein. Und habe beantragt, dass ich freikriege an einem bestimmten Nachmittag. Und mein Chef holte mich rein und sagte, wir hatten nur ganz wenige Präsenztage, wo wir überhaupt da sein mussten. Ja, warum willst du denn jetzt, hast ja sowieso nichts zu tun, aber warum willst du jetzt auch noch frei nehmen? Jetzt reicht's mir langsam. Dann habe ich gesagt, ja, mein Vater kriegt heute den Vaterländischen Verdienstorden und ich möchte gerne dabei sein. Was kriegt dein Vater? Den Vaterländischen Verdienstorden kriegt er. Mhm. Und dann hat er sich erkundigt und ich glaube, das war erst der Moment, wo er feststellte, dass mein Vater inzwischen ein hoher Stasi-Offizier war. Also er hat sich wohl offensichtlich erkundigt und dann kriegte er die Meldung zurück, heute kriegen die ganzen Stasi-Leute ihre Orden. Und von da an, also am nächsten Tag, wurde ich wieder in sein Zimmer gerufen und hat er gesagt, so Vera, wir müssen jetzt mal dieses Problem lösen, also hier kannst du nicht bleiben. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, das gibt ein anderes Institut an der Akademie der Wissenschaften, das Institut für wissenschaftliche Information, galt als Absteigeinstitut, da gehst du jetzt hin. Ich hatte eine neue Chefin, die kam gerade frisch aus Schweden, war auch am Anfang sehr offen. Dann hat gesagt, also pass auf, ich habe gehört von deinen Schwierigkeiten da bei den Philosophen, ist mir alles egal. Ja, das sind die alten Knacker, sie war auch noch relativ jung. Also hier hast du deine Ruhe. Und auch das war völlig kurios. Sie teilte mich ein, unter anderem für die Kommission, die bestimmen sollte, welche Bücher aus dem Westen für die Akademie der Wissenschaften aufgekauft werden sollten. Dann saß ich plötzlich da, kriegte die ganzen Kataloge, kriegte die Bücher und habe
Und da stapeln also von Westbüchern interessanteste Sachen. Immer im Giftraum natürlich auswählen müssen, was kaufen wir an für die gesellschaftswissenschaftlichen Institute der Akademie der Wissenschaften. Ich kriegte sogar Westzeitungen, allerdings so 2 oder 3 Tage alt. Ich war eigentlich schon, wie ich später nach der, in den Stasi-Akten erfahren habe, schon längst von der Staatssicherheit beobachtet, als feindlich negatives Element, kriegte so einen Posten. Und dann schickte mich meine Chefin auch noch zum Weltkongress für Politikwissenschaften. Und als ich dann ankam auf dem Flugplatz Schönefeld, standen da alles die Chefs der Institute. Und ich war die einzige junge Frau außer der Übersetzerin. Und meine Philosophiechefs, die guckten, was machst denn du hier? Bin Delegierte. Und dort in Moskau auf diesem Weltkongress, ich war die einzige, außer einem Herr Lenzer Professor, war ich die Einzige, die Englisch konnte. Und ich bin dann natürlich durch diesen Kongress, habe mich mit diesen ganzen interessanten ausländischen westlichen Wissenschaftlern unterhalten. Da musste ich schon wieder an die Leine genommen werden. Dann verboten die mir, mit den Leuten zu sprechen. Und ich durfte dann auch in den Seminaren überhaupt nicht mehr diskutieren, weil ich natürlich Englisch mitdiskutiert habe. Dann haben die Professoren nicht gewusst, was ich da überhaupt sage. Naja, es endete dann damit, dass ich gemerkt habe, ich kann auf die Dauer an diesem Institut nicht bleiben.